Das hat es noch nie gegeben. Zwei FCS-Formate zusammen. Wir sind sozusagen gleichgeschaltet worden. Der Podcast Studio Blau-Schwarz und Tauzi ruft an, haben eine gemeinsame Folge gemacht. Hier, jetzt, hier in diesem Video könnt ihr das alles sehen und hören. Ihr könnt aber auch gerne den Jungs vom Studio Blau-Schwarz folgen bei Spotify oder bei Soundcloud. Da könnt ihr die ganze Folge nochmal hören. Also wenn ihr jetzt anfangt zum Beispiel und nach 20 oder 30 Minuten müsst ihr los, dann ist das gar kein Problem. Dann einfach die Kopfhörer rein und die Jungs bei Spotify oder bei Soundcloud anmachen. Dann könnt ihr euch die ganze Folge anhören, denn ich fand, es war eine sehr amüsante und sehr spannende Stunde. Ich habe ein bisschen natürlich was über die Jungs wissen wollen, weil bisher haben wir sie ja vor allem immer nur gehört. Und wenn sie ihre Folgen machen, dann stehen eben die Gäste oder der FCS im Mittelpunkt. Heute standen Julian, Peter und Jens mal im Mittelpunkt und das haben sie sich auch richtig verdient. Und natürlich haben wir auch über die aktuelle Situation gesprochen, rund um Interimstrainer Rüdiger Ziel und haben auch schon ein bisschen so einen Ausblick gewagt, welche Verträge laufen denn aus und welche sollen wir eventuell verlängern, welche eher nicht. Darüber haben wir gesprochen. Ich habe versprochen, ich will es ganz kurz machen. Jetzt ganz viel Spaß mit den Jungs vom Studio Blau-Schwarz bei Tauzi ruft an. Ja, dann legen wir los, oder? Auch geil. Ja. So, das Studio Blau-Schwarz, herzlich willkommen. Julian und Peter in Saarbrücken und Jens irgendwo verschollen im Schwarzwald. Grüß Gott. Servus. Schönen guten Abend. Servus. Es ist ja heute wirklich was Besonderes, weil man euch zum einen endlich mal sehen kann und zum anderen, weil wir gleich mehrere Sendungen heute produzieren. Also man kann das hier jetzt sehen gerade bei YouTube, aber man kann es auch bei euch hören, bei Spotify und bei Soundcloud. Verrückt. Genau. Ist es, ja. Wahnsinn, was heute alles geht. Wir wollen nur niemanden erschrecken, deswegen machen wir die ganze Zeit eigentlich nur ein reines Hörformat. Ach, das sieht doch super aus. Vor allem habe ich eben schon gesagt, du bist ja hier top gekleidet auch mit... Hier. Ja, ich biete mich ein bisschen an, deswegen habe ich jetzt FC-Uniform an. Also wir haben eben schon mal gesagt, es ist jetzt ungefähr ein Drittel der Saison vorbei, deswegen ist es eine gute Gelegenheit, um mal eine erste Bilanz zu ziehen. Das wollen wir auch machen. Es gibt ja auch viel zu besprechen. Wir sind weiter ohne Trainer. Wir haben irgendwie auch keine Stürmer mehr, aber dafür ist die Mannschaft wieder richtig gut drauf. Darüber wollen wir nachher ganz ausführlich diskutieren. Aber wir wollen ja auch euch heute mal ein bisschen besser kennenlernen, weil man euch sonst vor allem immer nur hört. Und ich habe auch ein paar Fragen bekommen von FCS-Fans, die ich natürlich auch weitergeben will. Vielleicht fangen wir mal an, Julian und Peter. Ihr seid riesige FCS-Fans, das wissen wir. Diejenigen, die euren Podcast hören, wissen auch, dass ihr beide Papas seid. Was muss man sonst noch über euch wissen? Was macht ihr sonst noch, wenn ihr nicht gerade euch mit dem FCS beschäftigt? Gut, also wir haben natürlich auch Leute schon fragen, ob der Peter anfangen will, aber er fängt sowieso an. Das war... Dann fang doch an, Peter. Ja. Also wir sind natürlich auch werktätig. Das heißt, ich arbeite im sozialen Bereich, betreue da Menschen mit Behinderung, also hauptsächlich eben mit psychischen Erkrankungen, mit Suchterkrankungen. Das ist ein schöner Kontrast zum, sagen wir mal, zum Fansein oder auch jetzt zum Podcast, weil es doch was ganz anderes ist und ja, dagegen verblasst dann auch manchmal so ein bisschen die Hochs und Tiefs, die man so als Fan irgendwie erlebt. Das erdet auch. Du, Julian? Also ich bin tatsächlich auch relativ viel oder ja viel beruflich eingespannt. Ich bin Rechtsanwalt, vor allem im Bereich Arbeitsrecht, bin da relativ viel unterwegs und ja, also deswegen ist es für mich der Podcast auch eine schöne Gelegenheit, mich mal über andere Sachen, also über schöne Nebensächlichkeiten wie den Fußball eben zu unterhalten und nicht nur immer im Streitfalle mich mit Parteien auseinanderzusetzen. Aber außer dann Podcast, Arbeiten und Kinder und natürlich FC-Spiele besuchen, ist es dann zeitlich auch bei mir recht überschaubar. Ich freue mich sehr, dass wir heute wirklich die volle Kapelle am Start haben. Das war so ein bisschen am Wackeln, weil Jens, du bist gerade im Urlaub, machst mit der Familie ein paar Tage auf dem Bauernhof. Was müssen wir über dich wissen? Was machst du noch neben FCS? Ja, also im Moment Stall ausmisten, Kühe auf die Weide treiben. Nee, das machen hauptsächlich meine Kinder. Also ich versorge im Moment meine Kinder. Du hast ja schließlich Urlaub, ne?
Ganz genau, ganz genau. Wenn ich nicht im Urlaub bin, dann arbeite ich mit Startups im Bereich Technologietransfer, Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Unternehmen. Career Center bin ich auch noch ein bisschen mitverantwortlich und wir haben eine Patentverwertung. Das Ganze an der Universität des Saarlandes, dort bin ich auch angestellt, aber ich habe weniger etwas mit dem direkten wissenschaftlichen Bereich zu tun, sondern mehr so, ich würde mal sagen, mit dem betriebswirtschaftlichen Bereich. Ja, das ist, mache ich neben dem Podcast und ansonsten natürlich auch viel Fußball gucken und für die Familie da sein. Bunt gemischt also. Woher kennt ihr drei euch eigentlich? Über einen FC kennengelernt oder wie seid ihr zusammengekommen? Da kann jetzt wirklich mal der Jule erzählen, weil da laufen die Fäden zusammen. Ja, also Jens kenne ich, das ist ein bisschen einfacher, mit dessen Lebensgefährtin bin ich schon seit langem befreundet. Wir haben zusammen Abi gemacht und darüber kenne ich auch den Jens. Und den Peter kenne ich auch schon relativ lange, auch so ein bisschen über den FC. Vor allem aber auch, ich habe genau wie der Pedel, habe ich eine Tegel-Karriere hinter mir. Ich habe im Bingert irgendwann vor knapp 20 Jahren Gasthaus Bingert angefangen. Mit meiner Trinkerkarriere hat das korreliert. Ich habe Peter immer die Weizengläser gefüllt und von daher kenne ich den. Und dann haben wir auch beide Fußball gespielt in der bunten Liga. Nee, damals noch gegeneinander. Ne? Gegeneinander, ja, natürlich. Ja. Also Peter war vorgeschossen, nee, ne? Immer die gute Folge. Also Peter war dein Stammgast, sozusagen. Der war schon nicht ganz unhäufig da, ne? Ja, da hatte ich noch keine Familie, ne? Irgendwie muss man ja dann die Abende füllen, ne? Aber wie ist denn das mit euren Familien? Also ihr seid alle drei Papas. Wie finden die das, dass ihr euch so viel mit dem FCS beschäftigt? Oder sind die auch schon irgendwie von der Leidenschaft gepackt? Ich kenne das nur bei mir, ich muss immer ein bisschen dafür kämpfen. Ja, also bei mir der Große, der ist in der Tat schon oft mitgekommen, der findet das super, der findet das ganz toll, auch wenn man mal angesprochen wird im Stadion oder auch mal so auf der Straße oder so, ist der natürlich mega stolz. Und also der findet das toll, weil ich auch immer fleißig, wenn wir einen Spieler da haben oder so, Autogramme mitbringen. Also der findet das mega. Also gibt es keine... Ich habe zwei Mädels und die finden es, also die waren beide schon auch dabei bei den Spielen, aber fanden die Wurst ganz gut und die Limo, aber der Rest, also solange nicht Pferde in der Halbzeitpause galoppieren über die Bahn, wird das, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Wäre mal eine Idee, ne? Für das Halbzeitspiel oder so. Ja, können wir auch mal machen. Ja. Nächste Saison. Das Eppersmobil gibt es ja leider nicht mehr, von daher müssen wir es dann mit den Gäulen probieren. Jens, wie ist es bei dir? Was ist da angesagt? Ja, meine Jungs finden es mega. Die kommen auch gerne immer mit ins Stadion. Müssen wir mal gucken, wie ich sie überzeugen kann in der kalten Jahreszeit. Die haben wir vor allen Dingen immer jetzt die warme mitgenommen. Und die sind Feuer und Flamme, die mögen das total gerne. Nicht nur Stadion, Wurst und Getränk, das gehört natürlich auch mit dazu, da gibt es mal Limo und so, sondern die fiebern auch ordentlich mit und trällern auch gerne mal ein FCS-Lied außerhalb des Stadions. Die sind dabei. Peter, du hast gerade schon gesagt, ab und zu werdet ihr auch angesprochen im Stadion, ne? Das ist eigentlich auch eine schöne Bestätigung. Ja, also bis jetzt ist es auch ausschließlich positiv, wer weiß, was da noch kommt, aber in der Tat kriegt man viel Zuspruch oder auch Leute, die auch nochmal anknüpfen an die Diskussion, die wir in der Sendung hatten und da noch auch was dazu sagen wollten oder so, also das finde ich immer sehr angenehm. Außer Rouge, der beleidigt uns immer durch, egal ob in der Kommentarspalte oder im persönlichen Treffen, egal wie Radio Annalena, Öko, weiß nicht, was hat er jetzt drunter geschrieben, Öko, Anti-AKW-Radio, ich weiß es nicht, aber das ist seine Art, einfach die Zuneigung auszudrücken. Der kann das nicht anders. Ja, ich glaube auch. Jetzt habe ich gerade gesehen, ihr habt beide Bier getrunken. Ich habe mir jetzt extra hier schon ein Glas Wein eingeschenkt, weil das ist ja, finde ich, eins eurer Geheimnisse schon mal. Ihr füllt die Leute, die bei euch zu Gast sind, mit sehr leckerem Wein ab. Dann wird die Zunge auch ein bisschen lockerer. Ist eine Strategie, oder? Ist mittlerweile eine Strategie, wobei wir jetzt, also wir hatten das am Anfang, war die Aufnahme immer abends erst um 9, auch kinderbedingt und dann lag das Saufen schon relativ nahe. Wir haben das jetzt vorverlegt auf jetzt wie jetzt auch auf 19 Uhr. Jetzt hält sich in letzter Zeit so ein bisschen in Grenzen. Wir haben aber eine Freundin von mir ist in einem Weingut tätig und die sponsert uns ab und zu mal ein bisschen Wein. Weingut heißt meine Freiheit, ne? Kann man dabei auch mal erwähnen. Also wirklich guten Wein haben die auch. Und ja, also das macht, also ich glaube schon, wir versuchen halt eine intime Atmosphäre zu schaffen.
Und das muss dir relativ schnell gehen, weil die Leute lernst du ja dann erst eine halbe Stunde vorher kennen. Und das geht natürlich am besten auch mit einem Glas Wein oder einem Bier. Wobei wir uns da auch professionalisiert haben mittlerweile, finde ich. Wir hatten einmal eine Folge, da gab es noch zwischendrin technische Probleme, die hat irgendwie dann, waren wir 3,5 oder 4 Stunden, das war dann die erste Folge, wo wir nochmal zusammengesessen haben nach Corona, Remote-Kram und so, und da haben wir schon ordentlich gebechert, da war dann der letzte Gast, war die Julia, und da hat man schon bei uns dann gehört, da waren dann schon ein paar Aussprachen, waren schon ein bisschen undeutlich. Das versuchen wir dann schon zu vermeiden. Wobei, wie die Renate da war, die Renate hat nichts getrunken, aber das war dann die Weihnachtsfolge. Da waren wir so beseelt. Ich glaube, da die Renate hat uns noch heimgefahren. Ja. Das war auch schön. Das war schön, ja. Genau. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich bei euch war, ich war am Ende auch ganz gut dabei. Dieser Rotwein okay. da von diesem Weingut, ja. der war echt gut. Der ging gut runter. Ja. Ja. Seit 2 Jahren macht ihr das jetzt? Wo soll es sein? 48 Folgen sind es, also inklusive der Folge 0. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen? Also, ich habe ja eben schon gesagt, ich fahre relativ häufig, also ich bin relativ häufig auch im Auto unterwegs, höre selbst deswegen notgedrungen Podcasts und dachte dann immer, wäre geil, wenn es einen FC-Podcast gäbe. Und das dachte, irgendwann habe ich gedacht, ja, vielleicht könnte ich es ja auch machen. Und dann bin ich mit der Idee so ein Jahr lang schwanger gegangen und habe dann nicht so richtig, ist dann auch nicht so richtiges eingefallen. Dann ist mir auch niemand eingefallen ad hoc, mit dem ich das machen könnte, der einen gewissen Witz mitbringt und eine gewisse Spontanität. Und dann bin ich irgendwann mal auf den Peter gekommen, habe den gefragt. Du hast doch meine Nummer noch gehabt irgendwie. Ich hatte deine Nummer noch, ja, genau, und habe den dann gefragt und das war, musste ich keine Überzeugungsarbeit leisten, ne? Also das war, er hat direkt nach einer Sekunde zugesagt und war auch super, weil ich eher so Bedenkenträger war und hätte noch viel mehr vorbereitet und Peter hat gesagt, ja, lass mal hier Zeug bestellen und dann fangen wir einfach mal an. Und das in Kombination mit, wir wollen in jeder Folge einen Gast haben, war dann eigentlich auch das Konzept und ist es bis heute, viel mehr ist es dann noch. Auch nicht. Ja, wobei mit dem Gast, das kam dann so ein bisschen später. Am Anfang wussten wir es nicht so richtig, wie wir es aufziehen sollen. Also man kennt ja eine andere Fußball-Podcast oder Sport-Podcast und dann hört man mal rein und überlegt so, was könnten bei uns funktionieren. Und es war halt relativ schnell klar, dass ein Gast irgendwie einen extremen Mehrwert bringt für die Hörer und auch für uns. Und dann war das relativ schnell gesetzt. Wir hatten ja auch irgendwie 2, 3 Folgen mal ohne, aber eigentlich ist die Regel, gibt das. Ja, wir wollen halt einfach, also es gibt ja schon ein paar Podcasts, die ich mir auch angehört habe, es gibt ja einfach schon viel auf dem Markt und ich fand immer die Idee eher abschreckend, dass sich jetzt irgendwie 3 Jungs da hinsetzen. Du kannst dir eh relativ wenig, hast dir Einblick in das, was so im Trainingsalltag geschieht und wenn sich dann da 3 Jungs hinsetzen und sagen, ja gut, hätte er mal den auf die Doppel-6 gesetzt und hätte, also das fand ich halt immer relativ langweilig und die Idee war dann, dass der FCS ohnehin ganz viele Geschichten einfach liegen lässt und die immer wieder mal erzählt werden, aber von Leuten, also eben mal in der Kneipe, abends am Tresen oder so. Und die Geschichten wollen wir dann hier erzählen lassen von dem Protagonisten eben und darüber hinaus einfach noch Leute einladen, die einfach was zu sagen haben über den FC. Und da waren ja auch mittlerweile echte Legenden dabei, also Werner Otto war da, Horst Ermantraut, Peter Neururer, ist Renate natürlich, die gehört ja auch zum absoluten Kultpotenzial beim FCS. Gibt es eine Lieblingsfolge, Jens, wo du sagst, das ist die Folge, auf die bist du ganz besonders stolz? Also da gibt es mittlerweile einige. Ich finde das wirklich Wunderbare, dass bisher wirklich jeder Gast einfach was unheimlich Geiles zu erzählen hatte und so eine Verbindung mit dem Verein hat. Deswegen habe ich schon Folgen, wo ich sage, dass die mich besonders beeindruckt haben oder auch überrascht haben. Aber so retrograd würde ich schon sagen, dass es nicht eine Lieblingsfolge gibt, sondern ich finde, man muss wirklich auch jeden wertschätzen, der sich da hinsetzt, der sich für uns Zeit nimmt. Die bekommen alle kein Geld. Setzen sich 2, 3 Stunden mit uns hin, um über den FC, manchmal eben von 21 Uhr, gerne mal bis 23 oder 24 Uhr. Deswegen, ich fand bisher alle Gäste richtig gut und in Ergänzung vielleicht noch, wie ich auch zu dem
Podcast, weil ich habe mich da so ein bisschen reingezeckt, eigentlich eher aus Versehen, weil der Jule hat einen Podcast gemacht. Jetzt ist er weg. Da habe ich gesagt, einen Podcast wollte ich auch schon, also da wäre ich schon gern immer mal dabei. Und dann hat der Jule gesagt, dann komm doch vorbei. Und so, möglicherweise war ich dann der erste Gast in der Folge 0, aber ich bin dann halt einfach da geblieben. Und das merkt man auch immer noch, wenn ich da bin. Ich bin nämlich der Einzige von uns dreien. Der war nämlich ursprünglich mal für den Gast gedacht und den habe ich mir jetzt einfach beschlagnahmt. Den habe ich noch. Ach so, und deswegen müssen die Gäste ohne Kopfhörer auskommen jetzt. Deswegen müssen. Nee, wir haben einen nachgekauft. Ne? Wir haben einen nachgekauft. Aber wenn zwei. Einen billigen nachgekauft für die Gäste. Ja, aber jetzt ist ja so, das kostet ja auch alles Geld. Also wie macht ihr das denn? Habt ihr das dann sozusagen selbst alles bezahlt? Victor. die Kanzlei, für die ich tätig bin, sponsern wir ab und zu mal die Sachen, die wir halt brauchen. Ist denn, das machen wir Julian schon. Peter, gibt es bei euch eine Folge, wo ihr sagt, das ist die absolute Lieblingsfolge? Also ich tue mich auch schwer, wie der Jens gesagt hat, also fand ich eigentlich alles mega. Ich habe in jeder Folge total viel gelernt und tolle Sachen gehört. Aber wenn ich jetzt eine rausgreife, also nee, dann will ich zwei sagen, also wo ich einfach am aufgeregtesten war und wo ich am stolzesten war, dass ich die gemacht habe, ist die mit Horst Ehrmann traut, weil das irgendwie so eine Vater-Respektsfigur irgendwie für mich immer war früher. Und dann kommt der wirklich hierher und fährt hier vor mit seinem Mercedes und setzt sich hier mit uns hin und war ein mega Gespräch. Also da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das einfach so hingekriegt habe, ohne da so in Ehrfurcht zu erstarren. So fürs Herz am schönsten war es mit dem Renate, weil die kam schon in so einer Stimmung hierher mit alten Autogrammkarten, mit einem Haufen noch entwickelter Fotos aus, keine Ahnung, 40 Jahren FC und ist die mit uns durchgegangen und das war einfach herzerwärmend. Bei dir, Julian? Ja. Also ich schließe mich da allen an. Es gab halt wirklich super viele Folgen, die hängen geblieben sind oder wirklich auch fast alle, wo irgendwas Besonderes war. Ich fand auch zum Beispiel, wenn ein Spieler da ist oder da war, ist das auch immer besonders. Der Adriano Grimaldi, der kam hier mit verschränkten Armen rein und hat eine Stunde später aus dem Nähkästchen geplaudert. Wirklich, also richtig cool. Dank dem Wein vielleicht. Ja, auch, ne? Horst Ehrmann drauf. Ja, vielleicht. Ja, ich glaube, der hat gar nicht getrunken. Nee, ne? Dann war es für mich, wir haben ja während Corona, also als Corona noch gab, tatsächlich auch so aufgenommen, wie es die Gesetzeslage vorsah. Also das heißt, ich saß mit einem Gast halt hier im Büro, wir nehmen bei mir im Büro auf und die beiden anderen waren zugeschaltet. Und dann war dann zum Beispiel, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten 2020, war dann der Dieter Ferner zum ersten Mal da. Und ich saß mit dem alleine da. Also ich war halt so unfassbar aufgeregt. Und das war dann, der war, glaube ich, bis 2 Uhr nachts da. Und wir haben die ganze Zeit geredet. Und das war einfach für mich auch ein extrem spannender Tag. Ich bin ein riesen Dieter Ferner-Fan nach wie vor. Das war wirklich ein geiles Erlebnis. Dann als vor dem Lautern-Spiel, vor dem Rückspiel, als Lukas Kwasny noch Trainer war, saß der auch mit uns hier bis nachts 1:30, 2 in der Gegend rum. Dann hat es nur unten geklingelt, standen noch ein paar Jungs von der aktiven Fanszene vor Ort. Dann haben die sich so gegenseitig hochgepeitscht und das waren schon unvergessliche Abende. Ja. Ich muss sagen, eine Folge, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, die ist noch gar nicht so lange her. Das war, als Lukas Kohler bei euch war. Weil, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich war auch einer aus der Fraktion, die immer gesagt haben, wenn der gegen uns spielt, dann ist er mal übermotiviert. Und ich weiß, dass das damals nicht so gut gelaufen ist, als er bei uns war, mit Šašić und mit Kilić. Aber so richtig gehört, was da alles mit ihm gemacht wurde und was der alles ertragen musste, muss ich ehrlich sagen, das habe ich nicht mitbekommen damals. Und da hat wirklich die Folge von euch dazu beigetragen, dass ich seitdem ein ganz anderes Bild von Lukas Kohler habe, weil der da wirklich ja auch sehr, sehr offen darüber geredet hat. Das fand ich echt ganz, ganz stark von ihm. Und auch stark von euch, weil ihr es aus ihm rausgequetscht habt.
Ich glaube, hier ist noch nie ein Gast rausgekommen, wo dann hinterher die Leute gesagt haben, boah, den fand ich immer cool, jetzt finde ich ihn blöd. Also wenn überhaupt, dann umgekehrt. Ich glaube, wir lassen die auch schon glänzen. Ich habe ein paar Fragen bekommen. Einige würde ich ganz gerne jetzt auch mal weiterleiten. Unter anderem hat der Adrian gefragt, was war denn die teuerste Gage, die mal ein Gast von euch bekommen hat? Also es war bisher nur ein einziger Gast, der eine Gage bekommen hat, und das waren 500 Euro plus Mehrwertsteuer. Der Adrian hat es jetzt nicht gefragt, aber er würde bestimmt gerne wissen, wer das war. Das kann ich natürlich nicht sagen. Peter Nauro. Und er hat noch eine Anschlussfrage, nämlich er würde gerne wissen, wer auf eurer Wunschgastliste ganz oben steht. Ja, ganz gut, kann ich jetzt auch. Also bei mir ist es auf jeden Fall Hartmut Ostermann. Ja, wollte ich ja auch sagen. Da haben wir einige E-Mails schon mal losgejagt, aber bislang noch im Spam-Ordner, glaube ich. Was war denn die längste Folge bisher? Den hattest du ja auch noch nicht, nee. Tauzi, ne? Den hattest ich du noch nicht. Ich habe dich auch noch nicht deshalb, gefragt. Ist das auch so? Ja, kannst ja dann, wenn wir so weit sind, kannst du ja dann 3 Tage vorher auch bei dir reinnehmen. So wie beim Rüdiger Ziel, ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen irgendwie. Aber ich meine, dafür werdet ihr ihn ja jetzt bald haben. Und da kann er ja viel mehr erzählen als damals, weil jetzt kennt er ja den Verein und ja. Ist dann auch in charge und muss sich auch rechtfertigen eventuell. Hat er ja schon einiges gemacht auch, ne? Ja, eben. Hat er was vorzuweisen. Und die längste Folge ja, hat genau. Jetzt noch gefragt. Weil bei Hartmut Ostermann habe ich direkt gedacht, das könnte eine neue Rekordfolge werden dann. Deswegen, wo liegt denn der Rekord? Ja. Bei knapp 4 Stunden mit David Fischer, eine der ersten Folgen. Echt? Ja. Das war in vielerlei Hinsicht auch ein Türöffner für uns. Der hat sich ganz schnell bereit erklärt zu kommen. Da gab es, glaube ich, 2 Folgen. Und zur dritten ist er dann gekommen und hat sich dann hier wirklich sehr viel Zeit genommen. Und das war dann im Nachhinein dann auch so der Türöffner, dass uns dann auch ein Spieler geschickt wurde und dass einfach im Verein eine Offenheit für das Format dann auch geherrscht hat. Das ist übrigens auch für uns, das möchten wir hier auch nochmal sagen, das ist für uns übrigens auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, andere Podcaster leiden darunter, die würden gerne mal jemanden vom Verein auch bei sich begrüßen. Das ist für uns mittlerweile ein Anruf. Vorher war es beim David Fischer, jetzt eben bei Peter Müller. Und meistens sagen die sofort zu und einen Tag später meldet sich dann einer, man kriegt sofort die Nummer. Das ist sehr unproblematisch und also muss man wirklich sagen, ist für uns nicht selbstverständlich, dass da jeder sagt, ja klar, wir schicken euch Spieler XY, den ihr jetzt gerade mal wollt, oder den Funktionär oder so. Also da ist man schon offen. Jetzt haben wir über die ganzen tollen Folgen gesprochen. Jens, was war die bisher schlimmste Folge? Ich glaube, da kann ich sagen, es gibt keine schlimmste Folge. Ne? Also es ist eher so, dass man ein Gefühl dafür hat, was war jetzt, also mit was für einer Euphorie geht man aus der Folge raus, wenn man so gesprochen hat. Aber ich bin noch nie, dass wir die Aufnahme, wir laden sie ja immer direkt hoch, dass ich dann auf dem Heimweg gedacht habe, oh, das war aber heute irgendwie blöd oder das war nix. Also kann ich bisher glücklicherweise noch nicht sagen. Das wird bestimmt irgendwann mal kommen, aber bisher war das nicht der Fall. Jetzt fällt mir gerade ein, das ist ja jetzt auch eine eigene reguläre Folge. Das ist dann offiziell die Folge 48, weil ja Folge 0 nicht mitgezählt wird. Es sind also nur noch 2 Folgen bis zum Jubiläum. Habt ihr irgendwas Besonderes geplant? Ja. Also ich bin mir noch ganz sicher, ob wir die hier dann als vollwertige Episode zählen sollen. Weil wir hatten ja auch mal mit dem Carlos so ein kleines Intermezzo. Deshalb bin ich mir noch gar nicht so sicher. Also haben wir vielleicht noch eine Folge länger bis zum 50. Können wir noch länger überlegen. Wir werden es uns so zusammenschustern, dass wir bei der 50. irgendwas angeblich besonders machen. Aber ich glaube nicht, dass wir das besonders... Also es wäre natürlich cool, wenn dann zum Beispiel der Ostermann käme. Das wäre mit Sicherheit ein schöner Anlass. Könnte ich auch nochmal in die Mail, meine nächste Spam-Mail mit aufnehmen. Aber... Ja, also aber ansonsten besonders geplant ist jetzt kleiner Umzug oder so am St. Jörn Markt. Das könntest du ja mit dem Rüdiger Ziel dann direkt abklären, wenn der bei euch ist. Ich meine, schließlich hat der jetzt den engsten Draht zum HO. Ja, stimmt. Das wäre ja wieder die Idee. Ja, habt ihr bestimmt Rituale, bevor ihr aufzeichnet, die ihr immer durchzieht, wo ihr sagt, das hat sich jetzt so eingespielt, das machen wir immer so? Vorher so wenig wie möglich miteinander reden und dann hier hektisch aufbauen. Ich glaube, das ist so das,
Der Jule sagt immer so, wie die Rolling Stones in vier verschiedenen oder fünf, weiß ich, wie viel es sind, so viel verschiedenen Hotels und dann trifft man sich auf der Bühne. Nicht mal Backstage, ne? Man trifft sich auf der Bühne. Aber eigentlich bist nur du, wie die Rolling Stones, zwei Minuten vor der Aufnahme dann reingeschneit kommt und sich sofort hinsetzt und dann auch jegliches Vorgespräch mit dem Gast immer abwirkt und sagt, nee, das sprechen wir gleich nicht, sonst klingt gleich falsch, ne, wenn man das vorher nochmal... Ja. Nee, es war nämlich wirklich mal, ich weiß gar nicht mal bei welchem Gast, aber den habe ich dann im Vorgespräch, wir machen schon, also so ganz so ist es nicht, wir machen schon so ein Geplänkel, aber dann mache ich nicht gern über Fußball, sondern einfach so zum Allgemeinen so sich warm reden. Und da hatte ich mal einen Gast, hatte ich was gefragt und dann hat er da was geantwortet. Ich fand es total interessant und dann dachte ich, naja, das fragst du nachher nochmal und dann habe ich es vergessen. Und das fuchst mich heute noch. Ich weiß auch nicht mehr genau, was es war. Ja, manchmal überlegt man, dann habe ich das schon mal im Podcast, weil das Zeug so lange dauert, überlegst du dir manchmal, haben wir das schon im Vorgespräch abgekaspert oder war das schon in der Aufnahme? Also von daher, ja, also ist wirklich so, möglichst wenig vorher inhaltlich besprechen und ja, auch vielleicht ein Bier trinken und dann auch relativ schnell losgehen. Ich habe ein Ritual, ich habe ein Ritual und ich muss meine schlimmste Folge, ich muss mich korrigieren, doch es gibt eine. Und zwar habe ich ein Ritual, seit bei uns eine Folge nach 36 Minuten in die Binsen gegangen ist. Mhm. Wir haben vorher immer über den Laptop aufgenommen, dann hatten wir zwischendrin, haben wir es auf einer SD-Karte aufgenommen, sind dann wieder zum Laptop geswitcht, weil man es von da schneller hochladen kann. Und da hat der Rechner nach 36 Minuten ein Update gemacht und hat die Folge abgeschnitten, die wirklich sehr, sehr gut war, die jetzt leider der Welt vorenthalten bleibt. Und seitdem habe ich eigentlich vorher das Ritual, dass ich alles nochmal so ein bisschen kontrolliere. Also meistens stehen alle Sachen, unsere Mikrofone und sowas stehen alles auf dem Tisch. Und ich schließe das dann an und gucke, ob der Ausschlag da ist und gucke, ob die SD-Karte auch drin ist, weil wir jetzt nämlich doppelt das absichern, damit uns das nicht nochmal passiert. Und auch eher danach habe ich noch so das Ritual, dann auch alles wieder wegzuräumen. Das ist so mein Ritual für die Folgen. Mit Christian Seifert war das, ne? Hauti, da habe ich mal eine... Genau. Und das war die schlimmste Folge, ja. Leider für ihn. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Hast du ich habe eine rote Rummel, wie ich die ganze Zeit erschreckt feststelle. Hast du einen natürlichen Glow oder lässt du dich anstrahlen von so einem runden LED-Teil? Ich habe so ein geiles Influencer-Licht. Kannst du ruhig ehrlich sein? Doch, das ist so. Ich würde es euch jetzt zeigen, aber ich kann zeigen, was passiert, wenn ich es ausmache. Achtung. Boom. Da sieht es so aus. war ein billig, der hat 9,95 gekostet, aber ist fantastisch. Willkommen in der Wirklichkeit. Ja, müssen wir bei der Kanzlei mal beantragen, ne? Und am Ende lege ich dann noch ganz viele Glow-Filter drüber, genau, damit es schön funkelt. Wenn wir gerade schon mal bei Glow sind, Jens, zeig mal, was du drunter trägst. Ja, kann ich gerne mal, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht verrutscht. Unser T-Shirt vom Studio Blau-Schwarz. Fantastisch, das habt ihr ja aufgelegt, das konnte man kaufen und das war extrem beliebt, ne? War schnell weg. Ja, wir hatten es limitiert auf 50 Stück und das war dann doch am gleichen Tag oder ich glaube nach 24 Stunden vergriffen. Wir haben nachher, glaube ich, ein paar 70 gemacht. Wir würden das auch nochmal machen. Wir haben es jetzt sticken lassen, deswegen war das auch ein Riesenaufwand. Aber steht nochmal an, auf jeden Fall. Jetzt so fürs Weihnachtsgeschäft? Ja, also das Geld, also wir haben das ja so gemacht, also Weihnachtsgeschäft ist es ja nicht, ne? Also wir haben damit kein Geld eingenommen. Wenn dann ein paar Euro übrig geblieben sind, dann werden wir das auf jeden Fall nicht spenden in dem Fall, sondern investieren. Und aber wie wir das investieren, werden wir wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Wochen dann nochmal kundtun können. Es da gibt es sehr konkrete Pläne. Na, ja. Ich bin gespannt. Ja. Aber man merkt ja schon, ihr macht in Anführungsstrichen nicht nur den Podcast, sondern euch liegt die Fankultur schon auch im Herzen. Jetzt nicht nur mit so einem Shirt, das ihr da entwickelt und für einen guten Zweck verkauft, sondern bei der Saisoneröffnung habt ihr einen Tätowierer organisiert oder mehrere Tätowierer, die da FCS-Logos für eine gute Sache, für eine Spende tätowiert haben. Das liegt euch schon auch im Herzen, ne? Also euch da in der Fankultur auch mit einzubringen. Ja, also wir kommen ja auch aus der Fankultur, muss man so sagen. Wir sind ja keine Medienmenschen, die jetzt sagen, okay, da macht keiner einen Podcast, das machen wir jetzt, sondern
ich verstehe mich auch als Fan und mache das als Fan und bin auch in der Fankultur verwurzelt und mir ist es auch absolut da ein Bedürfnis da, das auch so authentisch zu leben und nicht irgendwie einen auf Medienmensch zu machen. Ja, das auf jeden Fall und es ist nun mal so, beim FC Saarbrücken wie in den meisten Profivereinen steht halt die Profiabteilung so ganz vorne als Zugpferd mit dabei. Wir sind aber immer noch, und das ist ja ein ganz glücklicher Umstand, ein mitgliedergeführter e.V. eben. Und ich meine auch schon, dass wir eine extrem bunte und vielfältige Fanszene haben, hier in Saarbrücken, auch eine kreative. Und manchmal denken wir, da könnte man noch mal ein bisschen mehr was machen und vielleicht stoßen wir das ein oder andere dann oder können das mittlerweile dann auch anstoßen, weil wir eben eine gewisse Plattform jetzt auch haben. Und dann, wenn uns was einfällt, wenn wir auch die Zeit und die Muße für haben, machen wir das auch. Dann lass uns mal ein bisschen in die aktuelle Diskussion einsteigen. Es gab ganz, ganz viele Fragen, die gekommen sind, weil ganz viele Leute von euch wissen wollen, wie schätzt ihr denn die aktuellen Entwicklungen beim FCS gerade ein? Also bei der letzten Folge mit, wer war da bei euch zu Gast? Frank Grundhäfer, genau. Da habe ich so ein bisschen, glaube ich, rausgehört, dass ihr die Entscheidung, Uwe Koschin hat freizustellen, da wart ihr eher skeptisch, so am Anfang der Folge. Ich hatte Jens war skeptisch, ja. Aber ich hatte den Eindruck, dass so im Laufe der Folge, als der Frank dann immer mehr Sachen erzählt hat, dass es sich so ein bisschen gedreht hat, oder? Jens, ja genau, wie das Fähnlein auf dem Kirchturm. Aber ich kann ja mal sagen, ich glaube, so eine Entscheidung ist immer zu rechtfertigen. Oder beziehungsweise, um es andersrum anzufangen, ich glaube, so eine Entscheidung, einen Trainer zu entlassen oder einen sportlich Verantwortlichen zu entlassen, die musst du gut begründen. Und diese Begründung fehlt mir, weil ich glaube, oder hat mir ein Stück weit gefehlt, weil ich glaube, dass du einen Vertrag nicht kündigen solltest, wenn du 1-0 verloren hast. Du solltest ihn aber auch nicht 3 Jahre verlängern, wenn du 1-0 gewonnen hast. Und das ist unabhängig davon, was das für ein Spiel war. Ich fand das schon auch ganz spannend, welche Argumente dann auch da gekommen sind. Und wie gesagt, dann gibt es gibt auch die Rechtfertigung, da eine Reißleine zu ziehen. Der Fußballsport ist dann doch eben was anderes als das normale Berufsleben, wo man jetzt dann eben nicht jemanden feuert, weil er über ja eigentlich einen relativ kurzen Zeitraum Misserfolg hat. Deswegen ist der Fußball da anders und man kann diese Entscheidung schon treffen. Aber wir haben in der Folge auch gehört, dass Trainerentlassung nicht der Schlüssel zwangsläufig zum Erfolg ist. Ich fand diesen Sportpsychologen höchst interessant, der eben auch gesagt hat, dass wenn man sich das statistisch anguckt, dass das keinen Erfolg hat. Also dass Mannschaften nicht längerfristig besser dastehen mit einem neuen Trainer, als sie das mit dem alten gemacht haben. Und diese Skepsis wollte ich zum Ausdruck bringen, weil ich schon auch finde, dass man sehr schnell mit dem Urteil ist, da muss ein anderer her. Weil und warum bin ich da so skeptisch? Wer ist denn jemand anderes? Jemand anderes ist nicht immer zwangsläufig ein besserer. Man muss sich als Fan des eigenen Vereins, das tut zwar ein bisschen weh, aber das erleben wir ja jetzt auch gerade, es ist halt nicht so, dass die Trainer, die man dann auch möglicherweise haben möchte, Schlange stehen, sondern dass sie vielleicht kurzfristig absagen, dass sie bessere Angebote haben. Und dann ist es auch immer eine Frage der Alternative. Wir haben ja auch schon jetzt gerade bei Bundesligisten gesehen, schönen Gruß nach Berlin, dass die Alternativen häufig sogar noch schlechter waren als das, was man vorher hatte. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wenn man so eine Entscheidung trifft, dass man sie mit einer gewissen Perspektive trifft. Ob das jetzt hier der Fall war, da können wir ja gleich drüber reden. Ja, aber auf jeden Fall zeigt diese ganze Sache eben, was für ein krasses Tagesgeschäft auch der Fußball ist. Wenn man guckt, der Ziel kam im September und da war jeder ja so ein bisschen irgendwie so skeptisch. Naja, mal gucken, was der hier so macht oder ist der überhaupt nötig? Ne? Braucht man den überhaupt? Dann ging das dann irgendwie so schnell mit der Trainerentlassung. Dann macht er es selber interimsmäßig. Man sieht dann 2 gute Auftritte der Mannschaft. Und jetzt bin ich selber, obwohl ich auch von mir dann auch oft sage, na, ich versuche immer so eine gewisse Distanz oder so zu wahren und mich nicht irgendwie so mitziehen zu lassen, immer direkt mit jeder Euphorie oder mit jeder Depression, sage ich jetzt, ey, mach doch mit dem Ziel weiter. Also so schnell geht das eben dann auch. Ja, ich meine, das wäre jetzt irgendwie auch eine komische Situation, wenn der jetzt die 5 Ligaspiele gewinnt
Oder sagen wir mal, er gewinnt drei und noch einmal unentschieden. Also hat eine saugeile Bilanz. Und dann soll plötzlich irgendwie ein neuer Trainer kommen. Ist ja auch schwierig. Die Mannschaft und er können ja offenbar ganz gut, zumindest was man so an öffentlichen Kommentaren hört. Ist ja irgendwie auch blöd, da dann nochmal einen Cut zu machen, oder? Ja, aber es ist Also halt ich die finde auch, Frage, ob er sich in die, also, dass er sich in die Position gebracht hat, ne? Also, ne, musst du ja erstmal hinkommen, dass so eine Diskussion da entstehen kann. Also, es war ja alles so ein bisschen anders geplant. ja, es gibt, also eine Frage kam auch, wer von euch auch Verschwörungstheoretiker ist, weil es ja doch den ein oder anderen Fan gibt, der sagt, das ist doch alles abgesprochen, das war von vornherein geplant, dass der Ziel kommt, um den Koschina zu beerben, obwohl er das selbst immer zurückgewiesen hat. Glaubt ihr, dass da irgendwas dran sein könnte? Glaube ich nicht. Natürlich im Nachhinein passt sowas dann vermeintlich. Im Nachhinein hätte man das viel einfacher haben müssen. Dann muss man nicht mit Trainern Gespräche führen und Verträge aushandeln, um denen dann nachher zu sagen, halt, Ätschi-Bätsch, das ist alles gar nicht echt, wir machen mit dem Ziel weiter. Also das kann man sich nicht erlauben. Allein deshalb, denke ich, ist da nichts dran. Dass man vielleicht oder dass jemand die Idee hatte, naja gut, der hat auch einen Trainerschein, das muss ja nicht verkehrt sein, das kann uns vielleicht mal nützen. Das mag mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben. Wie, ja, Julian? Ja gut, er sagt Ja, jetzt ja. ich glaube es auch nicht. Ich fand es ja einfach wichtig, dass man jemanden mit sportlicher Kompetenz geholt hat, dass so jemand dann auch mal eingreifen kann. Das haben wir ja bei uns schon gesehen, ne? Mit Dieter Ferner, der auch mal zusammen mit Markus Mann dann ein Training übernommen hat. Das haben wir auf Schalke gesehen, wo auch bei den Entscheidungsträgern Leute dabei sind, die einen Trainerschein haben oder die auch mal eine Mannschaft führen kann, wie der Mike Büstens oder sowas. Deswegen ungewöhnlich finde ich das jetzt nicht. Und in so einer Konstellation, das habe ich ja auch schon mehrfach im Podcast gesagt, ist das eigentlich eine gute Situation. Du hast welche, die sind für den sportlichen Bereich zuständig und die sollten sich eben auch mit der Materie auseinandergesetzt haben. Und dass dann so jemand mal über eine kurze Zeit möglicherweise auch das Training übernimmt, wenn es nicht jemand aus dem Nachwuchsbereich machen kann, haben wir ja auch schon bei einigen Vereinen gesehen, haben wir gelernt, dass leider das Nachwuchsleistungszentrum nicht die erforderliche Lizenz hat. Kann man ja auch mal drüber nachdenken, ob das dann vielleicht in Zukunft eine Alternative ist. Aber um die Frage, nachdem wir sie jetzt lang beantwortet haben, noch mal kurz zu beantworten, ich glaube nicht, dass das vorher geplant war. Julian, du wolltest, glaube ich, noch was sagen? Ja, also ich schließe mich da auch an. Ich glaube nicht, also das wäre so FC aus den späten 90ern. Ich glaube das auch nicht tatsächlich, dass das so genauso geplant war. Es ist natürlich in kommunikativer Hinsicht mal wieder misslich, auch in den vergangenen Wochen gewesen, auch im Hinblick auf die Entlassung von Uwe Koschinat. Zweimal mitgeteilt, haben sie mitgeteilt, er wird nicht entlassen. Dann hat man ihn doch einen Tag später geschasst. Dann hat der Rüdiger Thiel gesagt, ja, heute ist mein, also jetzt gegen Dresden ist mein letztes Spiel. Das konnten sie jetzt auch nicht halten. Jetzt hat der Rüdiger Thiel die Woche beim Klaus Kuhn ein Interview gegeben und gesagt, ja, jetzt haben wir ja, also durch die zwei Siege haben wir quasi Zeit gewonnen, einen neuen Trainer zu finden. Wenn wir jetzt zweimal, also so habe ich es verstanden, wenn wir zweimal verloren hätten, dann hätten wir einen größeren Bedarf, schnell einen Trainer zu holen. Das klingt für mich schon alles, aber immer noch ein bisschen sehr kurzsichtig, weil das ist ja dann, also du konntest ja nicht damit rechnen, dass die zweimal gewinnen. Also hättest du ja relativ, also liegt das ja den Schluss nahe, dass man ganz schnell einen Trainer suchen muss. Egal ob man, also das ist ja die wichtigste Position im Verein. Und dann entlasse ich den Koshinat, um dann ganz schnell einen Trainer zu suchen. Also dann hätte ich mit der Argumentation, hätte ich ja eigentlich sagen müssen, ja, nee, dann macht das der Koshinat bis zum November, das sind ja nur noch ein paar Wochen, oder man hätte direkt gesagt, wir wollen uns Zeit lassen und unabhängig von den Ergebnissen macht der Ziel bis zur Winterpause, die ja eben ansteht. Also sowas würde ich mir dann schon wünschen, einfach mal ein bisschen mehr Weizen. Wobei ich glaube, der Ziel jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass der FC offenbar bei zumindest einem bestimmten Trainer so unattraktiv ist, dass er nicht dafür brennt, irgendwie hier Trainer zu sein. Also offenbar ist es ja irgendeiner, der sagt, ich bleibe lieber noch ein paar Wochen arbeitslos, in der Hoffnung, dass ein anderer Verein anruft, als dass ich jetzt Trainer beim 1. FC Saarbrücken werde und mit dem eventuell in die zweite Liga aufsteige. Also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen unangenehm für uns, dass da einer nicht zu uns kommen will. Ja, aber ich finde es aber dann auch gut, dass man dann sagt, nö, dann hat es keinen Sinn. Wir warten jetzt auch nicht noch 3, 4 Wochen auf dich,
weil das hat ja dann auch so einen Beigeschmack. Ich denke, also es sind, wenn man das Gästebuch gelesen hat vor 4 Wochen, da war der FC die Top-Adresse, wo jetzt alle Trainer Schlange stehen. So ist es sicher nicht. Aber man muss jetzt auch nicht sich, sagen wir mal, von einem Drittligatrainer hinhalten lassen, dass der vielleicht in ein paar Wochen dann irgendwie Bock hat. Also ja, aber dafür hat es ja schon lange gedauert. Also es hat ja schon 2 Wochen gedauert, bis man dann dazu kam, dass man jetzt eben keinen nimmt. Das war ja schon. Ja, aber 2 Wochen finde ich jetzt doch normal, wenn man nicht jetzt schon vorher mit einem alles unter Dach und Fach hat, das spricht ja jetzt auch jetzt mal, wenn man sagt, der Ziel, der hat sich hingestellt und sagt, der Uwe bleibt und jetzt ist er doch nicht geblieben. Aber das spricht ja dann doch eher für die Ehrlichkeit, dass man es schon versucht hat, wirklich ehrlich mit dem Koschinat und nicht, ja, wir machen das, aber im Hintergrund ist eigentlich mit einem anderen Trainer schon alles klar. Das finde ich jetzt gar nicht so verwerflich und auch 2 Wochen finde ich jetzt für so eine Personalie jetzt auch keine zu lange Zeit. Ja, aber dann würde ich gerne wissen, so man dann Sonntag sagt, nach dem Spiel, er wird nicht entlassen und montags kommt man dazu, dass man sich trennen muss. Das können wir ihn ja fragen, wenn er kommt. Ja, haben wir hiermit notiert und werden es dann natürlich vergessen, wenn es soweit ist. Aber ihr werdet sicher also auch fragen, ob es Patrick Löckner war. Würde ich auch sagen, dass es um den ging, ja. In dem Zusammenhang, ich finde wichtig, dass, also ne, wir kennen ja die Hintergründe nicht, aber ich glaube, man muss sich genau angucken, warum Trainer absagen. Weil ich glaube, für Trainer spielt jetzt, gerade wenn sie jetzt, sagen wir mal, nicht desperate sind, also dringend einen neuen Job brauchen, dann gucken die sich auch das gesamte Umfeld an. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das hier der Fall war. Was ich mir aber vom Verein wünschen würde, ist, wenn das so ist, dass einige Trainer abgesagt haben und das jetzt nicht an den finanziellen Forderungen liegt, dass man sich vielleicht auch mal anguckt, warum sagen möglicherweise gute Trainer, die man haben will, ab, wenn sie mit den Strukturen nicht zufrieden sind. Das, glaube ich, ist immer wieder wichtig. Das ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema, glaube ich, bei uns im Podcast, dass man sich Strukturen angucken muss. Und wir erleben ja bei allen Vereinen eine Professionalisierung. Und da dann auch selbstkritisch drauf zu gucken, bieten wir einem guten Trainer oder einem sehr guten Trainer, natürlich immer für die jeweilige Liga, auch die Infrastruktur. Und damit ist jetzt nicht nur der Trainingsplatz gemeint, ne, sondern auch die Strukturen und Prozesse im Verein, die den Verein interessant machen für so einen Trainer. Also in Koschinat haben wir ja dadurch verloren damals, dass es eben mit den Strukturen noch hapert. Das scheint ja kein wirklicher Lernprozess gewesen zu sein. Kwasniok. Glaubt ihr, ist halt die Frage, ob es jetzt wirklich die Strukturen waren, ne? Das ist jetzt auch Mutmaßung, oder ob es nicht doch halt das vermeintlich verlockende Angebot hinter der nächsten Ecke ist, auf das gewartet wird. Ne? Ja. Aber glaubt ihr denn, dass es Patrick Löckner war? Ja, wobei da waren viele der... Ich denke, es ging um Glöckner, ne? dass man mit dem eigentlich einig war und dann hatte der vielleicht jetzt doch nochmal einen anderen Anruf gekriegt aus einer Liga höher und hat dann gedacht, nee, dann... lieber versuche ich da mein Glück. Wird man ja gucken, ob der in den nächsten Wochen jetzt irgendwo unterkommt. Also das müsste jetzt auch relativ schnell gehen dann. Es wird auch zum zeitlichen Ablauf passen, weil der ja mit Greuther Fürth wohl im Gespräch stand und das dann für ihn nicht geklappt hat. Dann hat er wahrscheinlich Saarbrücken als Option 2 gehabt und dann, ja. Dann hat auch jemand angerufen. Ne? Ja, oder ist es wirklich an irgendwas gescheitert, an Polo oder? Wer soll es denn dann machen? Ab Dezember. Da hat man ein paar Namen in den Raum. Also ich finde ja immer Namen schwierig. Ne? Ich sage das immer wieder im Podcast, kann man meine, weil ich habe da eine ziemlich feste Meinung. Ich glaube, dass der Trainername nicht das Wichtige ist, sondern dass man sich Gedanken darüber machen muss, welchen Fußball möchte ich spielen und welcher Trainer passt dazu und welche nicht langfristige, aber zumindest mal mittelfristige Perspektive habe ich. Und da kann der beste Name auf dem Markt sein, ne, der gerne mal mit dem Smiley verbunden wird. Ne? Thomas Tuchel ist ja frei und Zinedine Zidane ist ja frei. Das mag ja alles sein, aber nehmen wir ruhig mal Typen auch wie die, weil die eben einfach bekannt sind. Die stehen für eine bestimmte Art von Fußball und die stehen für eine bestimmte Persönlichkeit. Und ich finde, der Verein muss sich darüber Gedanken machen, welchen Fußball möchte ich jetzt und mittelfristig spielen und was für eine Trainerpersönlichkeit möchte ich hier haben? Wie soll die sich in den Verein einbringen? Und danach kann ich dann auch einen Namen aussuchen. Die beiden werden es wahrscheinlich nicht werden.
Aber es gibt jede Menge andere Trainer. Man kann das überall nachlesen. Nicht umsonst gibt es Rubriken schon mittlerweile auf transfermarkt.de und sowas, die bevorzugte Spielsysteme angeben und andere Datenbanken, in denen man das genau sehen kann. Und danach muss man das aussuchen und danach muss man auch die Spieler verpflichten. Das muss ja eine Gesamtstrategie sein. Und deswegen ist für mich nicht der Name das Entscheidende, sondern die Strategie, die man mit einer Trainerverpflichtung verbindet. Julian, Peter, habt ihr Namen? Ja, schließe ich mich an. Also ich glaube auch, also Rüdiger Thiel hat bei Klaus Kuhn da gestern schon so ein, der hat gesagt, ja, vielleicht haben wir dann in der Winterpause auch nochmal Möglichkeiten, Trainer aus laufenden Verträgen herauszukaufen. Ich weiß nicht, ob er kaufen gesagt hat, aber oder vielleicht haben die Trainer dann leichter Möglichkeiten zu wechseln. Und da hat der Klaus Kuhn dann so auf den, ich glaube, Kniert, ne, von Ferl angespielt. Da hat der Thiel dann gesagt, ja, es gibt 38 oder 36 Profimannschaften, 38 und ganz viele Regionalligisten, die alle laufende Verträge haben. Aber das wäre schon so ein Signal dahin, vielleicht fällt es dem Knie dann leichter, aus Ferl wegzugehen. Vielleicht hat er da so eine Vertragsklausel. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Oder man hat einfach noch mehr Zeit, ihn zu überzeugen, weil man jetzt mit diesem krassen Zeitdruck hat, kann es so machen. Ich würde auch, Namen ist natürlich immer interessant, Namen reinzuwerfen, aber da ich da wirklich auch einfach in dem Geschäft keine Ahnung habe, kann ich auch immer dann nur sagen, was im, keine Ahnung, die vermeintlichen Insider im Looper Gästebuch schreiben, die aber auch diesmal alle daneben gelegen haben, weil im Endeffekt ja doch kein Trainer kam. Ich denke, es ist wichtig, ein Spieler, also ich denke nicht, dass, also in der dritten Liga, muss ich jetzt noch um Jens widersprechen, kommt in dem Sinn kein Trainer, der sagt, ich habe dieses System und das spiele ich, da hat man überhaupt gar nicht die Leute für, sondern eher, ich weiß, wie der Uwe hier war, der hat gerade angefangen, da habe ich ihn gefragt, ob er eher so ein Trainer ist, der so ein System hat und so muss gespielt werden oder ob er sich anguckt, was habe ich denn da für eine Mannschaft und so lässt er spielen. Und dann hat er gesagt, nee, er guckt sich an, was er für Leute hat und so lässt er spielen. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, naja, so ganz so hat er es nicht gemacht. Ne? Aber das, denke ich, ein Trainer muss pragmatisch sein und er muss halt gucken, dass er mit unserer Mannschaft, mit der man mit Sicherheit auskommen kann, auskommt und dann guckt, wie kann ich denn die spielen lassen. Und da finde ich, das macht der Thiel jetzt super. Also ich habe jetzt auch bei den Spielen auch viel so auf ihn geachtet. Die Kommunikation mit der Mannschaft, ich finde, er ist da sehr bemüht um jeden, auch um die Jungs auf der Bank. Ich denke, im Training ist es ähnlich, dass er versucht, alle mitzunehmen und auch dann wirklich die Spieler auch ihre Stärken ausspielen lässt, wie ein Sebastian Jakob, wie jetzt ja leider verletzt, aber auch ein Richie Neudecker, der jetzt aufgeblüht ist, Risuto, also sind viele Spieler, die jetzt in den zwei Spielen deutlich überperformt haben im Vergleich zu vorher. Und also das muss ich jetzt einfach sagen, macht der Thiel echt super. Und wenn er es schon selber nicht machen will, soll er sich dann einen suchen, der das so vielleicht weiterführt, wie er es jetzt angefangen hat. Am Ende wird es wahrscheinlich auch darauf ankommen, wo wir dann gerade stehen. Ne? Also wenn wir jetzt weiter vorne dabei sind, dann sind wir natürlich attraktiver für Trainer, als wenn wir jetzt von den nächsten 5 Spielen 3 verlieren und irgendwie auf Platz 8 stehen mit, dann weiß ich nicht, 10 Punkten Rückstand auf Elversberg. Das weiß ich nicht mal, weil es ist ja dann wieder auch die Frage, was ein Trainer, also ob das dem, der kann sich ja auch verbrennen. Ne, wenn du jetzt im Winter auf Platz 3 oder 4 übernimmst und es heißt, wir wollen, dass du aufsteigst. Und also so gerade so Trainer wie der, wie heißt dann, der gehandelt war, der in Dresden so erfolgreich war, Capretti. Ja. Ich meine, der hat sich ja schon quasi in Dresden schwer die Finger verbrannt. Wenn der jetzt hierher kommt und dann herkäme und uns nicht zum Aufstieg führt, dann wäre er vielleicht ja für alle weitere Aufgaben dann auch schwierig vermittelbar. Also ich kann mir dann vorstellen, dass ein Trainer dann sagt, okay, jetzt sind wir Platz 6, 7, 8. Ne, jetzt geht es darum, gut abzuschließen. Und neuer Zwei-Jahres-Plan. Endlich mal wieder ein Zwei-Jahres-Plan. und ich baue es dann auf. Ich dachte, Jens wollte noch was sagen. Das sah gerade so aus, als würdest du Luft nehmen. Nee. Nee. Ich hab nur gerade gedacht, wenn wir jetzt in unserem regulären Podcast wären, würde jetzt die Diskussion losgehen, weil mir Peter widersprochen hat. Aber deine Folgen haben ja ein definiertes Ende, deswegen steige ich da jetzt nicht drauf ein. Dann lass uns doch bei der Bilanz bleiben und mal ein bisschen auf unsere Neuzugänge gucken. Also wir hatten ja einige Neuzugänge in der neuen Saison. Vielleicht können wir
über Einzelne mal so ein bisschen sprechen. Zum Beispiel den prominentesten Neuzugang Mike Franz. Was sagt ihr bisher zur Rückkehr von Mike Franz? Peter, fang du doch mal an. Du bist doch normalerweise immer so redefreudig. Also muss ich sagen, also die Freude war sehr groß. Es war eine richtige Euphorie, die da aufkam. Jeder war begeistert. The Boop kommt hem. Das war wirklich ganz toll. Ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast diskutiert haben. Wir haben schon überlegt, naja gut, er hat jetzt ein gewisses Alter. Er ist im Spätherbst der Karriere einbringen. Die sind seine Qualitäten gefragt in der Mannschaft, in der Liga. Wie schnell gewöhnt er sich auch an die Liga? Am Anfang ist er dann ja auch gleich nicht berücksichtigt worden. War dann halt auch, sagen wir mal, auch ein unglücklicher Start für ihn sicherlich. Dann im ersten Startelfspiel, was er hatte, hat er sich direkt verletzt, musste raus. Und eigentlich seitdem, er hat, glaube ich, auch nochmal schon zweimal seitdem von Anfang an gespielt, aber jetzt so richtig eingeschlagen, wie sich das bestimmt alle für ihn gewünscht haben, ist er nicht bis jetzt. Ich würde sagen, im Englischen sagt man underwhelming. So würde ich das da jetzt mal überschreiben, so das erste Saisondrittel für ihn. Lag aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass man ihn nicht so richtig eingesetzt hat, oder? Also erst wurde er halt ignoriert, mehr oder weniger, dann durfte er mal daran, dann mal daran. Ja, das ist dann halt, also er wird ja, also er wurde jetzt ja auch, am Wochenende hat er ja auch nur die letzten 30 Minuten gespielt, ne? Also ist ja jetzt auch nicht unser Ziel sofort in die Startelf gerückt und ich meine, er hat ja schon die eine oder andere Gelegenheit gehabt, auch zeigen. Und ich meine, beim ersten Spiel nicht berücksichtigt zu werden, das war mit Sicherheit extrem unglücklich für ihn. Das hat er sich anders vorgestellt. Aber ebenso unglücklich ist dann eine Bemerkung, das war der schlimmste Tag meiner Karriere. Das hat er ja sich dann auch revidiert, war mit Sicherheit auch ganz klug so. Ansonsten, ich meine, gegen Elversberg hat er sich verletzt. Da hat der Pius Kretschmann danach ein Riesenspiel gemacht. Ich fand es jetzt auch, also jetzt nicht schlecht, aber man hätte sich's anders gewünscht. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass Mike Franz im Verein ist, gerade auch prognostisch dann, was die Einbindung dann eben angeht, mit dem fußballerischen Know-how, das der hat, denke ich, kann Mike Franz uns nur gut tun. Man muss ja auch immer gucken, es muss ja jemand draußen bleiben für ihn. Und wen willst du draußen lassen jetzt für ihn? Ne? Also wenn man sagt, defensives Mittelfeld, dann müsst ihr ja Kerber draußen lassen, wo ich auch sagen muss, eigentlich, der müsste eigentlich immer spielen. So, und jetzt setzt offensichtlich auf Gnase, der, finde ich, der lang für seine Chance gearbeitet hat und jetzt auch die auch genutzt hat. Den würde ich jetzt auch mal weiter drin lassen. Ich denke, so macht der Ziel es auch. Dann war ja mal die finde ich, eine Verlegenheitslösung für ihn in der Dreierkette hinten Mitte. Finde ich, da haben wir wirklich jetzt mit Piane Tölke und Boné Uafero zwei gefühlte Neuzugänge, die super performen. Und wir haben immer noch den Zelle, also wir haben da hinten, finde ich, auch keinen Bedarf, kommt da auch nicht dran vorbei. Und außen scheint ja jetzt auch die Lösung gefunden zu sein mit Risotto und auf der anderen Seite mit Jennecke, den ich mega finde in der Rolle. Also ja, da kannst du keinen draußen lassen. Ja. Also gerade Rizzuto, also wenn du da weitergehen willst, weiß ich noch nicht genau, aber der hat ja also bisher recht, der wird auch mit Sicherheit am Samstag gegen Meppen in der Startelf stehen. Also der macht ja einen extrem zuverlässigen Eindruck. Ja, also ich finde, er ist hinten verleiht er unglaubliche Stabilität und Sicherheit. Nach vorne ist er gefährlich, also schaltet sich wirklich ganz viel ein. Man merkt, ich finde immer, man merkt noch so hinten raus, so ein bisschen fällt es dann ab. Ich denke, er hat ja auch lange keine Pflichtspiele gemacht. Das wird jetzt aber noch kommen. Ich denke, in der Winterpause hat er dann auch die Möglichkeit, dann nochmal individuell dann auch an der Fitness zu arbeiten und dann spielt er, glaube ich, eine Bombenrückrunde. Also haben wir mit Rizzuto auch einen mega guten Neuzugang und ich nehme mal an, bei Richard Neudecker sind wir auch alle der gleichen Meinung. Kommt drauf an, welche Meinung unbedingt, du hast. Ja. Ja, mega. Also ich meine, wir können echt dankbar sein, dass der zu uns gewechselt ist. Der hat ja auch genug andere Angebote. Zum Mike Franz. Ich fände es gut, wenn er sich in der neuen Rolle auch wiederfinden würde. Ich finde,
als 36-jähriger Fußballspieler brauchst du für dich auch selber nicht mehr den Anspruch zu haben, 90 Minuten durchzuspielen und das Spiel an dich zu reißen. Ich glaube, da wird es wichtig, dass du vor allen Dingen auch neben dem Platz oder in der Zeit, in der du dann auf dem Platz bist, und die wird, glaube ich, in dem Alter immer begrenzt sein, dass du dann innerhalb dieser Zeit, die du dann hast, die Impulse in das Spiel gibst. Entweder, dass du nochmal nach vorne spielst oder dass du das Spiel ordnest und darauf aufbauend, oder dass du halt eben dann auch mal ein Ergebnis halten kannst, dass du derjenige bist, der ein Spiel beruhigt, der die Panik rausnimmt, der sich immer wieder anspielen lässt. Und das könnte ich mir vorstellen, ist für einen Spieler seiner Klasse und seines Alters eine hervorragende Rolle. Und da muss man nicht mehr 90 Minuten spielen, um einen Impuls für den Verein oder für den Erfolg der Mannschaft zu haben. Jens, wenn wir gerade bei dir sind, machen wir mal bei dir mit dem nächsten Spieler weiter. Kasim Rabihic, was sagst du zu dem? Der macht mich ein bisschen traurig, weil ich finde, dass er unheimlich viel mitbringt, wenn man sieht, wie der am Ball ist und was er damit macht. Dann frage ich mich, warum er das im Spiel nicht abrufen kann oder warum er nicht auf den Trainer hört. Ich finde das wirklich ein bisschen bedauerlich. Ich habe mich sehr auf den gefreut. Wenn man ihn mal im Spiel gesehen hat und wie er an den Gegnern auch vorbeigehen kann, was für eine Ballbehandlung er hat, es ist einfach ein großartiger Spieler, aber er findet nicht zur Mannschaft oder die Mannschaft nicht zu ihm oder er nimmt nicht wahr, was der Trainer von ihm will. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Spieler, Tobias Schwede. Peter, was sagst du zu dem? Ist, glaube ich, ein super netter Kerl. Also ich habe den die Sendung von Carsten geguckt, die er gemacht hat, das Interview mit ihm. Ich denke, im Moment ist er ein Backup, ne, auf seiner Seite. Ich glaube, es ist ja jetzt auch so, der ist ja von Risotto bei Hansa Rostock verdrängt worden. Und jetzt kommt Risotto hierher und verdrängt ihn zwar nicht wirklich, weil er nicht wirklich ein unangefochtener Stammspieler war, aber hat ihn jetzt wieder vor der Nase, beziehungsweise kommt er ja, glaube ich, jetzt im Moment eher auf der anderen Seite dann für Tobi Jennecke rein, wenn der rausgeht. Ja, also ist, glaube ich, ein solider Backup, leider noch nicht mehr. Hofft da kommt noch was. Aber man braucht ja auch Leute, die da einwechseln kannst. Also wie gesagt, der Kader muss ja breit sein. Es werden auch alle nochmal ihre Minuten kriegen und Hat auch schon solide Spiele gemacht. Aber im Moment ist er in der zweiten Reihe und muss das jetzt irgendwie annehmen und auf seine Chance warten. Kann man noch ein paar andere? Was auch einfacher ist, wenn die Mannschaft auch jetzt nochmal funktioniert und marschiert und einer für den anderen, dann ist es natürlich auch einfacher, wenn du dann in der 70. reinkommst, als wenn vorher schon nichts ging und dann sollst du es jetzt nochmal drehen irgendwie. Gerade schon gesagt, es gibt noch ein paar andere, also Frederik Rechtenwald, Julius Biada, der sich jetzt leider wieder verletzt hat, Tim Patterock natürlich, der das Backup ist für Daniel Batz. Julian, Marvin Kuni ist noch so eine Personalie, die jetzt auch in den letzten Wochen sehr präsent war. Was sagst du zu dem? Ich hoffe schwer, dass der Knoten mal so richtig platzt, aber ich bin eigentlich der Dinge. Also der hat schon wirklich ein paar sehr ordentliche Spiele gemacht, finde ich. Also ich habe genau gewusst, dass der Peter mich jetzt so blöd von der Seite anguckt. Und nee, dann sag du doch mal zu dem. Also ich finde, jetzt kommt der Fußball-Experte. Nee. Schnallt euch an, Kinder. Der Fußball-Experte sagt jetzt ein paar O-Töne zu. Also Marvin Kuni oder Chuni, wie der Carsten Pilger sagt, also finde ich mega, mega Spieler für die Liga. Natürlich noch unfertig, natürlich noch manche Sachen muss er anders machen, die Entscheidungen anders treffen, aber prinzipiell ist der, was die Athletik angeht, was auch Technik, Spielverständnis angeht, ist der ganz weit vorne. Also der kriegt ja so viele Minuten im Moment, der wird sich auch von Spiel zu Spiel auch nochmal steigern. Das ist wirklich ein ganz feiner Fußballer, wirklich ein super Burschi, dem ich total gern zugucke. Also von dem bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Und wenn er so die Kanten noch ein bisschen abschleift im Spiel und kann das wirklich ein richtig, richtig guter werden. Er findet einfach immer die schönsten Worte dafür. Ne? Ich meine, das kannst du halt so,
Also wie der Anlauf, wie der ins Pressing geht und dann auch gerade mit Sebi Jakob zusammen, der da auch seine Stärken hat, das war einfach ein ganz anderes Anlaufen vorne, eine ganz andere Aggressivität und das kann er einfach, das macht er. Er geht viele Wege für die Mannschaft, ist sehr laufstark. Also wirklich von dem bin ich begeistert, auch wenn ich mich geärgert habe gegen Wiesbaden, wo er nicht rübergelegt hat oder so. Das ist ja ganz klar. Ne? Dann schreie ich da auch den Frust raus. Ja, ich meine doch eher so vom Torerfolg her. Ne? Er hat da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Lassen wir es mal so stehen. Ja, jetzt ist der Sebi leider verletzt und fällt lange Zeit aus. Julius Biada wird dieses Jahr wohl auch kein Spiel mehr machen. Jetzt haben wir vorne noch Justin Steinkötter, Marvin Kuni, Günther Schmidt. Habe ich jemanden vergessen? Also nicht mehr so viel. Was meint ihr? Müssen wir jetzt im Winter da nochmal nachlegen? Oder? Ach so, Grimaldi natürlich, der jetzt seit dieser Woche wieder im Training ist. Der auch nimmer kommt. Ja, okay. Naja, der trainiert zumindest wieder mit, aber keine Ahnung, ob er fürs Wochenende schon eine Option ist. Wahrscheinlich nicht. Also sollten wir da nochmal nachlegen? Nee, aber ich glaube, so lange dauert es nicht mehr, dass der nochmal zurückkommt. Also habe ich verstanden. Ich würde sagen, das ist halt, soll man immer nachlegen. Das ist auch so eine FC-Haltung, ne? Ja, muss ja blöderweise ja auch jemand bezahlen, ne? Wenn du nachlegst. Und ich meine, wenn du jetzt Spieler verpflichtest, die zum Teil ja auch verletzungsanfällig sind, dann gehst du ja auch bewusst ein Risiko ein. Du sagst, ich kann mir halt jemanden holen, wie den vielleicht auf Jada oder so, der halt ein mega Spieler ist. Also der hat mir zum Beispiel auch, wenn er gespielt hat, sehr gut gefallen. Ne? Peter wird mich mit Sicherheit gleich korrigieren und wird das nochmal richtig stellen. aber mir hat er sehr gut gefallen, wenn er mal gespielt hat. Jetzt ist er wieder verletzt. Da kannst du sagen, gut, das Pokerspiel ging halt nicht auf vom Verein. So hast du es jetzt eben die Saison geplant und musst du halt immer wissen, ob du jetzt da einen Spieler verpflichten kannst, der bezahlbar auf dem Markt ist und der dann auch sofort zur Mannschaft findet. Und da musst du halt auch die Möglichkeiten haben, ne? Wie ist der FCK, der dann mit geliehenem Geld schön mal den Beuth aus Halle wegkaufen kann im Winter, ne? Und sich von dem zum Aufstieg schießen lässt. Ob man das will und kann, weiß ich nicht. Ja, vor allem, es macht den Kader ja auch noch größer, ne? Also je mehr Spieler dann im Kader sind, desto mehr Leute sitzen dann auf der Bank oder auf der Tribüne, wenn wieder alle fit sind. Das macht es jetzt auch nicht unbedingt besser dann. Ich denke, es ist auch ein schönes Signal dann an die Jungs, wenn man sagt, okay, wir setzen auf euch. Natürlich beobachtet man alles weiter und muss auch dann gegebenenfalls reagieren können. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlecht, wenn wir sagen, Marvin Kuni und Julian Günther Schmidt, das sind ich schon im oberen Drittel der Liga von der Leistungsfähigkeit und von der Qualität. Also da braucht man jetzt nicht unbedingt jemand Neuen. Wenn man dann jetzt noch sieht, Justin Steinkötter, ewig keine Rolle mehr gespielt, kommt rein aus der Not, völlig ungeplant, behaupte ich jetzt mal so, in Dresden und macht dann nachher das 2-1. So ist doch super, sowas gibt dem Jungen doch vielleicht auch Auftrieb. Und dann haben wir einen schnellen Spieler für die Crunch-Time, wie der Kwasniok gesagt hat, und die anderen zwei für die Startelf. Und vielleicht ist dann auch Grimaldi dann zumindest mal nach der Pause nochmal ein Thema. Also finde ich jetzt nicht, dass man sich da jetzt unbedingt da jetzt einen reinsetzen muss, der ja dann auch ins Gefüge sich nochmal einbringen muss. Und ja. Also zumindest Grimaldi, ich meine, in 3 Wochen ist Pause und dann hast du 2 Monate keinen Fußball. Also Grimaldi wird mit Sicherheit im neuen Jahr nochmal zur Verfügung stehen. Also würde ich auch eher mal sagen, es sei denn, es ist jetzt gerade jemand, es bietet sich an. Und das ist halt immer eine andere Sache. Aber jetzt irgendjemanden zu kaufen, der mit 33 jetzt gerade nochmal vereinslos ist, dem du noch 4 Buden zutraust, weiß ich nicht. Es kommt noch dazu, dass Ende der Saison 18 Verträge auslaufen. Also ich habe es mir mal alle aufgeschrieben. Mike Franz, Tobias Jennecke, Steven Zellner, Adriano Grimaldi, Manuel Zeitz, Bonet Uafero, Bjarne Tölke, Dominik Ernst, Julian Günther Schmidt, Sebastian Jakob, Pius Kretschmer, Lukas Böder, Dave Gnase, Robin Scheu, Dominik Becker, Julian Bauer, Marvin Kuni, Justin Steinkötter. Ey, es gibt andere Drittligisten, die hätten gerne so eine Mannschaft. Jens, mit wem, egal ob wir jetzt in der zweiten oder dritten Liga spielen, mit wem sollte der Verein auf jeden Fall verlängern? Oh, schwierige Frage. Also ich bin ja Fan von einigen auf der Liste. Für mich ein ganz wichtiger Spieler, den ich rausnehmen würde, ist Jennecke. Ich finde, der hat eine Präsenz auf dem Platz. Man
Ne? Steckt nicht in der Mannschaft drin, aber man hat das Gefühl, der genießt die Achtung seiner Mitspieler. Die hören auf ihn, in Anführungszeichen. Der ist Feuer und Flamme für das Spiel und für den Verein. Ich kriege nicht mehr genau zusammen, in welchem Spiel es war. Ich glaube, wo er eingewechselt worden ist. Und es gab einen Elfer für uns und er stand relativ weit weg, weil es gab einen Freistoß und da hat er die Faust geballt und hat sich einfach richtig gefreut. Und da habe ich gedacht, der ist so richtig mit dem Verein verbunden und ich glaube, so Spieler sind extrem wichtig. Das ist ja so eine alte Fußballweisheit, du brauchst nicht die 11 besten Individualisten, sondern du brauchst ein Team und du brauchst eine Hierarchie im Team und du brauchst Erfahrene und du brauchst Junge. Und wenn ich die Chance hätte, würde ich mit ihm auf jeden Fall verlängern. Und er ist auch fit meistens. Das kommt ja auch noch dazu. Auch obwohl er ja kein Trainingsweltmeister sein soll. Er läuft und läuft und läuft. Ja. Was sagt ihr beiden, Julian und Peter? Also bevor ich eine schwammige Antwort gebe, würde ich erstmal gerne sagen, dass ich glaube, dass wir den Moment nochmal alle festhalten sollten, weil ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren so eine Mannschaft haben, die derart mit dem Verein verbunden ist, so wie es Jens schon gesagt hat, mit dem Jänicke. Das gilt auch für einige andere. Und also wir haben eine Menge Saarländer im Team. Wir haben wirklich Leute, die hier verwurzelt sind, die cool sind, also die hier nicht nur herkommen, um die Kohle abzugreifen. Das hatten wir lang nicht so, haben es jetzt seit ein paar Jahren. Und ich glaube, dieses Gefüge wird allein altersbedingt jetzt auf kurz oder lang endlich sein. Ne, deswegen sollte man als Fan jetzt schon noch mal vielleicht auch manchmal über einiges mal hinwegsehen oder auch mal ein bisschen verzeihlicher sein, wenn auch mal was misslingt, weil es einfach eine gute Truppe ist. Zu den einzelnen Verträgen ist halt echt sau schwierig. Ne? Was willst du? Also das ist dann auch zum Teil ein bisschen vermessen, da eine Antwort zu geben. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel mal Steven Zellner rausnimmst, ne? Der spielt auch seit x Jahren bei uns. Ne? Wenn du, also da, der steht ja zum Beispiel, jeder Trainer, der den trainiert, steht ja mit der ärztlichen, also der hat immer eine ärztliche Beratung, ne? Die müssen, glaube ich, festlegen, wie oft der trainieren kann und ob der dann samstags spielen kann. Der kann natürlich Fußball spielen, also es ist ein Bombenspieler, aber ich weiß halt nicht, wann man gesundheitlich oder mit ärztlichem Rat dazu kommt, okay, das kannst du jetzt auf dem Niveau nicht mehr so viele Jahre spielen, aber deswegen würde ich mich jetzt nicht als Fan hinsetzen und sagen, Trainer muss ich jetzt aber Vertrag, also kann ich nicht verlängern oder so. Das Gleiche gilt ja für einige, die verletzungsanfällig sind, auch für Grimaldi etc. Und dann gibt es eine ganze Latte, mit denen ich natürlich gern verlängern würde auch. Also Jakob will ich auf jeden Fall verlängern, der ist noch im besten Fußballalter. Und Batz und so weiter auf jeden Fall auch. Also solche Leute verstehe ich auch nicht, was der Batz in der dritten Liga macht. Kapiere ich wirklich beim besten Willen nicht. Verlieren noch ein paar ein, wo wir jetzt noch nicht genannt haben, wir alles. Also vorausgesetzt, er hält so das Fitnessniveau auf jeden Fall. Bjarne Tölke, finde ich, also mega Performance bisher. Ja, viele, ne? Auch Bonet Oafeo, wenn er das jetzt hält, ist der ist auch erst 30. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass der jetzt einen Stock braucht oder so. Ne? Sevi Jakob jetzt vor seiner Verletzung hätte ich auch gesagt, auf jeden Fall, ne, weil ich das auch einfach ein Mega-Spieler finde, muss man jetzt halt erstmal schauen. Der hat jetzt einen langen Weg vor sich, bis er nochmal spielen kann. Aber ich würde schon mit vielen verlängern. Ne? Ist natürlich immer die Frage der Gesundheit, aber das hast du bei jedem Spieler. Aber mir ist die Mannschaft eben, ich bin da auch nicht unbefangen, weil mir die Mannschaft sehr ans Herz gewachsen ist und ich kann da nicht einfach so sagen, oh nö, der nimm ich oder so. Also das ist gar nicht mein Ding. Also ich mag die Jungs einfach durch die Bank. Ich bin wirklich Fan der Mannschaft und würde mich einfach freuen, die alle noch lang hier zu sehen. Ja. Ich glaube es aber nicht. Ich meine, der Ziel sogar hat selbst mal den Begriff Umbruch ins Spiel gebracht. Ne? Ja. Ja, klar, weil natürlich auch viele der Spieler, die jetzt auf der Liste stehen, halt schon irgendwie auch eine 3 vorne haben. Ne? Und wir haben jetzt, glaube ich, schon eine der ältesten Mannschaften in der dritten Liga und da muss man halt dann schon sehen, da brauchst du halt schon auch ein paar junge Beine noch. Und dann müssen halt
der ein oder andere Ältere muss dann vielleicht weichen, damit der Kader eben nicht so groß wird. Aber ich finde es auch schwierig. Ich sehe es genauso wie du oder wie ihr, dass wir jetzt wirklich gerade so seit ein paar Jahren so ein Team haben, wo man als Fan wirklich richtig stolz sein kann und wo man das Gefühl hat, die identifizieren sich mit dem Verein und mit den Fans. Und das hatten wir davor ganz lange nicht. Und das ist so über Jahre gewachsen, so seit Völkling irgendwie gefühlt. Und das ist, man sieht ja auch, ne, der Stamm ist immer noch da. Ob jetzt Batz, ob Manu, Tobi, Steven. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz großes Pfand, das wir haben. Ja, das auf jeden Fall. Und dann ist es halt, wie gesagt, da muss halt der Trainer, da muss dann und sportliche Leitung, die müssen es dann, die sehen das ja auch nochmal mit einem anderen Angang als jetzt ein Fan von außen, der nur die 90 Minuten beobachten kann. Jetzt mal ganz anders gefragt, wenn eventuell im Winter noch die ein oder andere Verpflichtung kommt, gibt es dann Kandidaten, bei denen ihr sagen würdet, wenn man da irgendwie sagen würde, ja gut, du hast einen anderen Verein, dann alles Gute, die man eventuell dann auch gehen lassen könnte im Winter? Ich denke, das kommt ja immer auch auf den Spieler an. Ich meine, es gibt jetzt Spieler, die sehr wenig spielen oder weniger als sie möchten. Für die stellt sich ja selber die Frage, wie geht es jetzt mit mir weiter? Und wenn dann ein Spieler den Wechselwunsch hat, dann ja, ist auch immer dann die Frage, sagt man dann, verbietet man dem das oder ermöglicht man es ihm nicht, wenn man vielleicht selber gerade einen Bedarf hat. Also ich denke, wird hier, also ist was in den vergangenen Jahren zumindest immer auch im Dialog entschieden und weniger einem, also glaube ich zumindest nicht, so den Stuhl für die Tür gestellt. So, komm mal zum Manager ins Büro oder der Spielerberater ruft dann an, wie der Adi hier erzählt hat, da ruft ihn sein Spielerberater an und sagt, du, die wollen dich nimmer, du sollst am Montag ins Büro gehen, und dann kriegt er mehr oder weniger dann da gesagt, such dir einen neuen Verein. Also so, glaube ich, hoffe ich zumindest, läuft es bei uns nicht. Okay. Gut, ist halt die Frage, ob du Spieler auch gehen lässt, wenn die sagen, ich würde gern gehen. Und wenn der Schwede jetzt sagt, ich spiele zu wenig, ich kriege jetzt ein Angebot von Meppen, da wechsle ich hin, lässt man den gehen, weiß ich nicht. Würde ich eher nicht sagen, weil ich glaube, gerade die Breite des Kaders hat uns dieses Jahr schon das ein oder andere Mal geholfen, was im letzten Jahr nicht der Fall war. Ja, aber ich denke jetzt eher so vielleicht an Robin Scheu oder so, der schon mit einem hohen Einsatz, glaube ich, auch versucht, ne, auch letztes Jahr schon viel versucht hat und aber nie in dem Sinne ankam, dass man gesagt hat, das ist jetzt, das ist hier der Mann oder unser Mann, und dieses Jahr spielt er noch weniger. Weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht in der Winterpause wechseln will. Gnase, der hat es ja in Sanius gesagt, er muss sich dann natürlich schon Gedanken machen im Winter, wie geht's mit der Karriere weiter, wenn er das Gefühl hat, er kriegt hier keinen Fuß auf den Boden. Das finde ich auch gar nicht verwerflich. Das war auch da auch keine Drohung oder irgendwie sonst was, sondern das ist einfach eine Bestandsaufnahme, und die Jungs müssen selber gucken, wie es weitergeht, und ja, so läuft das dann, glaube ich. Und davon unabhängig muss der Verein eben gucken, wo brauchen wir vielleicht noch Qualität oder wo brauchen wir noch ein Backup, und so läuft das dann eben. Aber hoffentlich eben im Einvernehmen. Aber ich denke, niemand setzt einen Leistungsträger vor die Tür, sondern es werden dann immer Spieler versucht abzugeben, die eh nicht die große Rolle spielen, und dort ist ja eh dann die Wechselbereitschaft höher. Jetzt sind wir bei fast 70 Minuten. Das ist für eure Verhältnisse relativ kurz. Ein kleiner Quickie für Tausi ruft an. Warm-up. Ist es irgendwie so viel wie 5 Folgen. Aber eins würde ich gerne schon noch von euch wissen. Mit Daumen hoch oder Daumen runter, steigen wir dieses Jahr auf oder nächste Saison? Oder nee, andersrum. Nächstes Jahr, also diese Saison, steigen wir auf oder ab? Nicht ab. Steigen wir auf oder nicht? So, ich trinke nochmal einen Schluck Wein und ihr könnt sagen, ob wir Daumen aufsteigen. Daumen runter heißt dann, mach du mal mit. Da machst du bei 3. Mach. Ja. 1, 2, 3. Oh, guck mal, 3-1. Ja, ich lasse mich auch gerne eines Besseren. Ich hoffe, ich irre mich, wie es im Ludwigspark Gästebuch immer heißt, nach so einem Doom-Post. Ja, ich sehe, wie klein mein Daumen noch ist. Ne? Das ist ja nur ein kleiner Daumen nach unten. Ich glaube tatsächlich, dass wir aufsteigen, weil ich so ein bisschen befürchte, dass wir, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, dann wird es tatsächlich wieder ein Zwei-Jahres-Plan. Da musst du nämlich wieder komplett neu aufbauen. Und das, was wir jetzt eben gesagt haben, dieses Teamgefüge, das wir gerade haben, das ist eigentlich perfekt für einen Aufstieg. Weil das ist halt nicht einfach nur so ein zusammengewürfeltes Team, sondern die sind ja wirklich untereinander sehr, sehr gut befreundet teilweise. Und ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann, würden die Höhner sagen.
Das wäre nämlich so eine richtige Geschichte. Das wäre so, wenn man es jetzt mal auf einer ganz anderen Ebene, wie die Nationalmannschaft 2014 Weltmeister geworden ist. Das war eine Geschichte, die fing an 2004, dann über die WM 2006, dann das waren ja nicht mal dieselben Spieler, glaube ich, dann Podolski und Lahm waren noch dabei oder so, dann beim und Klose beim Weltmeistertitel, aber das war so eine Geschichte, die haben sich so entwickelt mit der Krönung dann eben Weltmeister zu werden, und so wäre das jetzt mit unserem Team, wenn die jetzt wirklich noch aufsteigen. Jetzt labert der Peter dich doch noch über die 2-Stunden-Ziellinie drüber. Aber das ist doch schön, sowas höre ich mir gerne an, wenn es darum geht, dass wir aufsteigen. Ja, also ich würde auch meinen Daumen nach oben damit begründen, dass auch das Drumherum passt. Es gibt keine Mannschaft, die einen überragenden Fußball spielt, auch nicht die Kollegen aus dem Nachbardorf. Das ist ganz ansehnlich, was die da zusammenspielen. Aber die haben auch bei einer Mannschaft aus dem unteren Drittel Punkte liegen lassen. Es gibt keine Überfliegermannschaft. Und deswegen mein Daumen nach oben begründet sich auch daraus, dass das drumherum passen könnte. Wir eine Mannschaft mitbringen, die Substanz hat, aber auch da jetzt keine Übermannschaften drin sind, die wir nicht schlagen können. Wir sollten jetzt aufhören zu reden, weil wir haben jetzt alle dieses extrem positive Gefühl. Mit dem sollten wir ins Ende gehen. Alles klar. Also Jungs, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Wisst ihr schon, wer kommt? Müssen wir gleich, wir können mal drin bleiben, da reden wir nochmal ganz kurz okay, drüber. Nee, wir haben ein paar noch in der Pipeline, aber haben jetzt noch nicht konkret vereinbart. Dann lassen wir uns auch mit der Terminvergabe immer schwer tun. Dann lassen wir uns überraschen, auch mit der Ankündigung, die du schon eben so ein bisschen geteased hast, dass da irgendwas kommt in den nächsten 2-3 Wochen. Wir freuen uns sehr. Und ja. Wir haben auch mit Sicherheit ein gutes, ganz kurz so ein bisschen Werbung, also wir werden auf jeden Fall ein paar gute Folgen machen, auch in der Winterpause. Auch uns mal Themen nochmal abseits des Platzes widmen. Nancy wird höchstwahrscheinlich eine Folge sein. Sagen wir da, euch dann nochmal rechtzeitig Bescheid, dass da keiner auf die Idee kommen muss, die WM zu gucken. Und wir sprechen uns ab, dass wir nicht gegenseitig die gleichen Leute in der gleichen Woche haben. So machen wir es auf jeden Fall. Super, vielen Dank, bis bald. Bis dann, tschüss. Großes Kompliment und Respekt, wenn ihr es wirklich bis hierhin geschafft habt. Dann habt ihr jetzt 70 Minuten Sitzfleisch hinter euch gebracht. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Stunde und fandet die Folge genauso gut, wie ich sie fand. Ich würde mich sehr freuen, wie immer, wenn ihr diesem Kanal folgt bei YouTube und wenn ihr auch eure Meinung loswerdet rund um die aktuelle Situation beim 1. FC Saarbrücken oder wenn ihr einfach drunter schreibt, dass die Jungs vom Studio Blau-Schwarz coole Typen sind. Darüber freue ich mich auch und die sich bestimmt auch. Vielen Dank.